Der Regenbogen. In vielen Kulturen ist er ein Symbol für zum Beispiel Vielfalt und Toleranz. Es steht aber auch für Sehnsucht und Hoffnung. In der jetzigen Zeit ist wohl die Sehnsucht nach Normalität besonders groß. Umso wichtiger ist die Hoffnung, die uns durch die nächsten Monate trägt. Hallo, mein Name ist Marion Post. Ich bin die Kita-Leitung der evangelischen Kita Heidmühle und ich möchte Sie herzlich begrüßen im Namen des gesamten Teams. Wir möchten Sie heute mitnehmen auf eine Reise durch unsere Kita und wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß. Ich habe das gemalt mit einem Mensch drauf und ein Zelt und ein Marienkäfer. Ich wünsche mir, dass alle gesund bleiben und dass sie alle mutig und deutlich sind. Alle Menschen wieder gesund sein und dann, dass Corona wieder vorbei ist und dann können alle Menschen wieder leben. Doch endlich ist soweit. Und da draußen hat's geschneit. Rolle, Rolle machen wir dann. Kugeln für den weißen Mann. Karottennase, Augen auch. Und Knöpfe für den runden Bauch. Ein Topf noch als der Hut. So gefällt uns der Schneemann gut. Und kommt der Frühling mit Sonnenschein,
dann wird er bald geschmolzen sein.